Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Jurassic World Evolution, meine lieben Freunde. Ich höre mich ein bisschen anders an. Das liegt daran, dass ich jetzt zurzeit ein etwas, ja, wie soll ich sagen, ein etwas anderes Setup hier habe. Ich bin ja momentan, was den Ton angeht, ein bisschen am Aufstocken. Das heißt, also ihr könnt euch schon mal dran gewöhnen, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen anders klingen werde. Ich habe mir jetzt noch ein neues Mischpult angeschlossen und heute kommt noch der neue Mikrofonkompressor dran. Dann bin ich auch soweit eigentlich schon mit allem durch. Und dann heißt es, richtig Gas geben, meine lieben Freunde. Und das machen wir jetzt auch hier in unserem Park, denn in der letzten Folge haben wir ja die Mission der Wissenschaft begonnen, bei der wir mit Absicht zwei Dinos, im Geborgenheitsgrad in den roten Bereich bringen sollen, unter anderem den Diplodocus, den wir hier stehen haben. Da seht ihr auch die Zeit, die geht jetzt weiter runter. Wir rufen schon mal zur Sicherheit. Nee, nicht fliegen. Wir rufen schon mal zur Sicherheit den Helikopter dorthin. Einfach damit, wenn es irgendwelche Probleme oder so gibt, der sich sofort darum kümmern kann. Wir müssen aber mal drauf achten. Hier hinten liegt nämlich der Raptor. Und der hat aber noch genug Essen und Trinken, ja. Also der ist eigentlich einigermaßen in Ordnung. Weil wir müssen die gleich im Geborgenheitslevel wieder hochbringen, die Dinos, denke ich mal danach, ja. Fangen sie alle ausgebrochenen Dinosaurier ein und bringen sie unter Kontrolle. Das haben wir ja auch easy geschafft schon. So, und dann können wir mal gucken hier. Forschung, ja. Da haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu tun. Erstmal machen wir jetzt aber die Fossilien. Da können wir nämlich jetzt den Baryonyx extrahieren hier. Dann können wir nämlich gucken, dass wir den jetzt auf kurz oder lang im Genom richtig hochbekommen. Aber ich wollte noch den Dilo hochhauen, ja. Da müssen wir jetzt mal gucken. Da können wir welche hinschicken. Und den Raptor wollte ich hochbringen. Einfach aus dem Grund, wenn wir den Raptor jetzt auf 100% von den Genomen haben, dann können wir nämlich den Indominus Rex in Kürze erforschen. Und der bringt für unseren Park natürlich schon eine ganz schöne Menge, ne? Deswegen sollten wir schauen. Oh, nein. Ich tue den mal fliegen eben, so, damit er den Auftrag abbricht. Tut er nicht, nein. Ah, jetzt haben sie den doch noch 4 Sekunden vorher betäubt bekommen. No, das war nicht gut. Aber der wollte, glaube ich, so wie es aussieht, auch gerade ausbrechen. Dann ist das eigentlich ganz gut, weil dann können wir den nämlich jetzt gleich da absetzen. Und dann bringen wir den im Geborgenheitslevel auf jeden Fall wieder höher. So. Und dann schauen wir mal, meine lieben Freunde. Es gibt ja eine Menge hier noch zu tun. Ich guck mal eben ganz kurz. In der Forschung, da haben wir, glaube ich, so wie es aussieht, nichts mehr. Aber wir können mal auf die Fossilien gehen. Denn, nein, hier nicht. Bei der Genforschung ist das. Genau. Hier seht ihr das auch. Indominus Rex Genom, ja. Ach, wir haben den Raptor schon auf 100%. Okay, wir schalten den auf der nächsten Insel frei, weil wir brauchen 4 Forschungszentren, ja. Wir haben jetzt aktuell 3. Wir sind ja auf der 3. Karte. Auf der 4. schalten wir den dann frei. Okay. Ja, dann ist egal. Ist nicht schlimm. Die Expeditionen haben wir trotzdem nicht umsonst gemacht. Wir werden ja damit ein bisschen Geld verdienen. So, und hier hinten habe ich ja noch ein paar Diplodocus drinne, die lasse ich jetzt schon mal langsam raus. Das dauert ja sowieso was, bis die von der Geborgenheit runtersinken. Ja, und dann werden wir nämlich gleich, wenn die 4 Sekunden abgelaufen sind, direkt hier anfangen, überall Bäume schon mal hinzusetzen. So. Okay, sehr schön. Das haben wir geschafft. Sollen die mit Absicht ausbrechen? Ich glaube, die sollen mit Absicht ausbrechen. Wir sollen die ausbrechen lassen. So wie das aussieht. Oder die müssen beide am Laufen sein und der eine darf gar nicht betäubt sein hier die ganze Zeit, der Raptor. Müssen wir mal ganz kurz abwarten. Dann provozieren wir das mal, dass sie ausbrechen, Leute, zur Sicherheit. So, Fossilien, ja, da haben wir welche bekommen. Okay, das können wir verkaufen. Diplodocus. Also der Name Diplodocus macht Spaß, das zu sagen. So, oh, hier haben wir wieder was Neues. Das können wir erstmal verkaufen. Extrahieren. Aber für den Dilo finde ich keine Genome mehr, ne? Das ist jetzt gerade echt ziemlich doof. Weil ich brauche welche von dem noch, damit ich den nämlich auf 100% gebracht kriege. Aber so wie das aussieht, wird das erstmal nichts. Wir könnten aber mal gucken, Sicherheitsaufträge brauchen wir ja noch neue, damit wir in der Sicherheit hochgehen, ne? Die Leute fühlen sich gerne sicher. Na, 10 Dinos ausbrüten, auch gar kein Problem. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. So. Dann schauen wir mal. Der ist jetzt bei der Geborgenheit 28%. Okay, passt. Den Helikopter rufe ich schon mal hier hin. So, die sinken da schon so langsam.
Kann das sein, dass ich das... Ach nee, das ist die Sphärenbahn. Okay, ich wollte schon sagen. Ich habe gedacht, das wäre so ein Sichtgebäude. Wollte ich gerade sagen. Kann es sein, dass ich das letzte Mal falsch gebaut habe? Hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Jetzt, wo Dr. Wu weg ist, sollten wir uns um diese Dinos kümmern. Das machen wir auch. Ja, der wird sich vorher beruhigen. Der wird sich vorher jetzt beruhigen. Da, seht ihr, der geht jetzt schon hoch hier, ne? Der fühlt sich gleich direkt wieder wohl. Da, jetzt ist er in der Geborgenheit schon richtig weit oben. Das passt. Wir gucken, ob wir den Zaun reparieren müssen. Nein, müssen wir nicht. So, wie sieht das hier mit denen aus? Ja, die sind im Geborgenheitslevel auch ziemlich weit oben. Die fühlen sich hier alle sehr wohl. So. Müssen wir ganz kurz gucken. Den müssen wir nämlich jetzt abtransportieren. Wie ich ja schon letztes Mal sagte, wir transportieren den jetzt hier rüber in das Raptorengehege. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wo ja eh schon Raptoren drin sind. Okay, dann können wir mit dem Dilo momentan nicht mehr noch groß was dazu holen, ja. Den haben wir jetzt auf 82%. Das ist wirklich schade, weil ich hätte gerne noch die letzten beiden Slots freigeschalten, damit ich da noch ein paar Genome reinhauen kann, aber das werden wir leider nicht schaffen. Können aber die Lebenserwartung von ihm noch steigern. Hier haben wir noch Verteidigung, da ist noch ein Nullgen drin. Da könnten wir Fähigkeit der Haut, ja, das gibt Verteidigung. Belastbarkeit, Lebenserwartung, da könnten wir nochmal Gehirnalterungen reinhauen. Ja, da haben wir jetzt 37, haben wir hier... Ja, okay, Immunreaktion haben wir drin und hier haben wir ja auch noch was wegen dem Aussehen. So, jetzt haben wir eine Chance von 97%, dass wir den ausgebrütet kriegen. Dann machen wir das auch mal, gar kein Problem, ne? Sollten wir easy hinbekommen. So, dann muss ich noch eine Sache bauen und zwar, die habe ich letzte Mal vergessen hier unten. Und zwar müssen wir hier ein Tor dran setzen, meine lieben Freunde, ja? Das machen wir jetzt mal eben schnell. Gucken wir, dass wir jetzt nämlich hier so ein schönes Tor hinsetzen. Sehr gut, das passt auf jeden Fall. Ich hoffe, liebe Freunde, dass mein Mikrofon aber nicht übersteuert, weil momentan, hatte ich ja eben schon gesagt, habe ich nur das neue Mischpult dran. Der Kompressor fürs Mikrofon, der kommt jetzt heute im Laufe des Tages dran. Der verhindert auch, dass das Mikrofon dann übersteuert, wenn ich rede, ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt nicht am Übersteuern ist die ganze Zeit. Ich werde auf jeden Fall mal, bevor ich natürlich das Video schneide und hochlade, mal reinhören und gucken, ne, ob das in einem gesunden Rahmen alles ist. Weil wenn nicht, dann wäre das echt eine ziemlich doofe Situation für mich. Müssen wir mal schauen. So, dann machen wir hier schon mal so ein bisschen davon was hin. So, und dann machen wir hier ins Gehege noch fürs Essen von denen. Oh, ich habe außerdem die Leertaste drin, ne? Weil dann hat man so einen, so eine Snap-Funktion, dass ihr das direkt immer hier, seht ihr, so um ein paar Grad dreht. So. Ich hoffe, dass das Gehege von der Größe her für die reicht, aber das sind ja relativ kleine Dinos. Eigentlich sollte das ohne Probleme passen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz wegen den Diplos. Da könnten wir nämlich locker noch zwei Stück dazu brüten ohne Probleme. Dann machen wir das nämlich auch. Die kosten zwar ordentlich, aber die werden auch unserem Park ordentlich was bringen. Und hier hinten haben wir auch nochmal Platz für ein richtig nices Gehege. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen, da eins hinzubauen. Ich denke mal, wir werden nicht mehr lange in diesem Park noch verweilen. Wir sind jetzt schon auf dem Weg, dass wir hier in Kürze, denke ich mal, fertig werden mit allem drum und dran. Müssen wir aber mal abwarten. So, wie sieht das hier mit den Läden aus? Oh, der ist schon wieder voll. Okay. Machen wir mal da was hin. Und dann, wie sieht das hier aus? Der ist auch schon wieder voll. So, dann könnten wir mal gucken, dass wir hier noch neue Gebäude für die Gäste vielleicht hinbauen. Könnte man überlegen, so eine schöne Spielhalle, ne? Die passt hier gut hin. So, dann gucken wir nochmal. Was haben wir denn doch für die Gäste hier? Spielwarenladen. Kleiderladen. Können wir auch noch schön hier dran setzen. So, Strom fehlt hier so ein bisschen. Da können wir mal gucken, dass wir dann hier noch so ein Teil dran setzen. So, weil dann haben wir hier nämlich alles schön mit Strom. Gehen wir schön dazwischen so, zack. Sehr gut. Und dann können wir nämlich schauen, dass wir hier noch so ein bisschen was mehr machen.
Es gäbe da einen Auftrag, über den sie... Ah, Fleischfresser-Fossil finden, auch easy. Bowlingbahn, ja, die könnten wir auch hier dran setzen. So, und dann könnten wir mal gucken. Wir haben hier noch das Restaurant. Die Bowlingbahn haben wir, Kleiderladen haben wir auch. Den Spielwarenladen, den könnten wir jetzt auch nochmal hier dran setzen. Zack. Hitverdächtig. Sehr gut. So, wie sieht das mit unserem Raptor aus? Ah, okay, er ist jetzt hier im Gehege. Von der Geborgenheit her ist er am Steigen. Das dauert jetzt gerade ein bisschen. Da müssen wir gucken, aber der hat Durst. Der wird gleich was trinken auf jeden Fall. Und er kriegt so langsam aber auch Hunger. Bevor der nämlich ausbricht oder so, wird er lieber was trinken, weil der ja überleben will. Sieht man ja auch. Hier oben steht jetzt schon durstig, ne? So, und der steigt jetzt in der Geborgenheit. Wenn der gleich oben ist, dann haben wir es auch direkt geschafft mit dem Auftrag. So, die können wir jetzt schon mal rauslassen hier. Ich hoffe, dass sie sich da wohlfühlen, ey. Müssen wir gleich mal schauen, ob denen da irgendwas fehlt oder so. Ah, er sinkt von der Geborgenheit gerade schon. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall drauf achten, Leute. Wald. Der will mehr Wald. Okay. Soll er bekommen. Gucken, ob er sich jetzt wohler fühlt. Ja. Perfekt. Das passt. Okay, hier muss Essen aufgefüllt werden. Beim T-Rex. Haben wir da ein Tor? Ja, ist drin. Okay, da ist ein Tor. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt gucken, dass wir bei den Dilos hier noch 2, 3 Stück dazuhauen. Ah, da passen sogar noch viel mehr rein. Sehr schön. Dann haben wir nämlich die Vielfalt unserer Dinosaurier auf jeden Fall auf ein gutes Level gebracht. So langsam, aber sicher. Da können sich die Gäste echt nicht mehr beschweren drüber dann. So, wie sieht's mit unserem Pflegefall aus? Okay, der trinkt sich gerade voll hier. Der heilt auch. Sehr gut. Essen hat er noch einigermaßen. Okay, von der Geborgenheit steigt er auch wieder. Und ich denke, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Ganze hier gut unter Kontrolle behalten, ohne dass groß was passiert ist. Und ich denke, wir haben unsere Mission erfüllt. Zu aller Zufriedenheit. Sehr schön. Nodosaurus ist jetzt verfügbar. Sehr gut. Ich hab's gerade erfahren. Dr. Wu hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Danke, dass Sie am Ball geblieben sind. Das hätte ganz schön schief gehen können. Also, wenn ich richtig informiert bin, waren die Eierköpfe ziemlich aufgeregt. Der Kampf der Doktoren. Schade, dass ich das verpasst habe. Kevin hat es halt unter Kontrolle behalten, alles. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Ah, Fotoschießen, das machen wir jetzt nicht. Den Velociraptor. Ach, guck mal, da haben wir doch den Diplosaurus noch. Mensch, da hätte ich doch weiterholen können. Manchmal bin ich echt ein blindes Huhn, Leute. Das gebe ich offen zu. Manchmal wirklich, ne? Also, da könnte ich schon ein bisschen mehr die Augen, glaube ich, aufmachen. So, das können wir verkaufen. Das können wir alles extrahieren. Das können wir nämlich gut gebrauchen hier. Sehr schön, Leute. Es läuft richtig, richtig gut in unserem Park. Also, ich bin super, super zufrieden. So, unser Grabungsteam ist unterwegs. Wir haben aber noch eins zur Verfügung. Das schicken wir jetzt direkt auch nochmal los. So, und dann haben wir hier... Oh, der ist fehlgeschlagen. Eieiei, und das bei 97%, Leute. Das ist schon krass. Also, da muss man schon echt derbe Pech haben, damit sowas passiert. So, da müssen wir mal schauen. Hier hinten haben wir ja noch die... Ja, okay, die sind jetzt auch gleich fertig. Und den Baryonyx könnten wir jetzt auch zum Schlüpfen bringen. Die Frage ist nur, ob wir den mit ins Gehege packen können, hier hinten. Oder ob der dann die anderen auch angreifen würde. Das weiß ich nämlich nicht. Wo ist das Futter leer? Da. Oh ja, die haben ja nur diese eine Sache da, ne? Da müssen wir auf jeden Fall... gucken, dass wir jetzt die Futterstationen hier so ein bisschen aufstocken. Ja, ja, wir müssen hier für unsere Langhälse mehr Futterstationen bauen. Weil die futtern gerne und viel. So. Okay, die können jetzt aber hier genug futtern. Da ist also auf jeden Fall mehr als genug vorhanden. Der T-Rex hat auch genug. So, jetzt haben wir hier... Ah, genau.
Den noch und den. Sehr schön, dann lassen wir die beiden auch noch raus. So, mit der Bewertung sieht es schon ganz gut aus. Wir müssen mal schauen. Hier sind noch Sachen Nahrung und Getränke. Da gibt es Probleme. Spaßbewertung, Einkaufsbewertung. Da könnten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier unten jetzt mal ein bisschen aufstocken, Leute. Das heißt also, wir brauchen Spaß, Essen und Getränke. Ah, warte, wir gucken mal, was gibt denn so ein Restaurant? Das gibt ganz schön viel bei Essen und Getränke. Da könnte man auf jeden Fall schauen. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie. Okay, da passt schon mal nichts so hin. Dann werden wir gucken, dass wir das hier hinsetzen. So. Und wir kriegen die nächste Mission. Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Aber diese Sache hier. Forschungszentrum. Aggressives Verhalten 2 sollen wir jetzt forschen. In einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Deinochisaurus mit der Modifikation aggressives Verhalten. Diese Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden sie begreifen, wer sie wirklich sind. Ich hoffe, wir können den hier überhaupt hier drinnen raussetzen, aber ich will erstmal seine Genome auf 100% kriegen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Ah, da haben wir vom Dilo was gekriegt noch. Und, so weiter. Und Dr. Duhr muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, so, dass ich nicht wiederholen muss. Verstanden. Zack. Dann gucken wir mal, können wir den hier noch so ein bisschen... Ja, da haben wir noch. Die Forschung abgeschlossen ist und da. Genmodifikation beginnen können. Ja, ja, das machen wir alles noch. Keine Sorge hier, George Lambert. Erstmal habe ich noch andere Aufträge zu erfüllen hier. So, ich kann nämlich noch einen Langhals, glaube ich, ausbrüten, oder? Ja, genau, den Brachiosaurus. Den tun wir aber vorher noch Genom modifizieren. So, gibt's bei dem Immunreaktion, ja? Könnten allerdings auch das besonders effizientes Blut nehmen. Das würde nämlich die Lebenserwartung nochmal erhöhen, also ein weniger. Und die Belastbarkeit geht ein bisschen runter, aber dafür kriegen wir eine viel höhere Bewertung, ja. Das könnten wir sogar ein paar Mal hier reinhauen. Ah, da ist aber relativ schnell bei 40% bald. Gucken wir lieber, dass wir jetzt ein bisschen mehr so mit Immunreaktionen arbeiten. Oh ja. Ja, der geht da ein bisschen zu krass runter. So, dann gucken wir mal. Da können wir nochmal die Lebenserwartung erhöhen. Ah, wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Wir hätten jetzt mit dem 79%. Der kostet 2 Mille, wenn ich den jetzt ausbrüte. Die Frage ist halt, warte mal, wie viel haben wir denn, wenn wir jetzt noch eine Immunreaktion hier reinklatschen? Dann haben wir 8%, da hätten wir 1%. Das wären dann 68%, eine 70%ige Chance. Oh, habe ich das jetzt rausgewählt? Dann hätten wir eine knapp 70%ige Chance fast, den auszubrüten, also 68%. Ja komm, wir gehen das Risiko ein, ey. Das sind jetzt 5 Mille, ne, die ich riskiere. Das ist schon, also wenn die rauskommen, dann habe ich natürlich echt gut Glück, ja, wenn ich die gebrütet bekomme. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich echt ein Problem, weil dann habe ich ganz schön viel Geld in den Sand gesetzt. Deswegen beten wir, dass das funktioniert, Leute. Und nicht, dass das schief geht. Aber ich muss mit der Wahrscheinlichkeit rechnen. So. Dann schicken wir die direkt wieder los, ja. So, das tun wir erstmal verkaufen. Extrahieren, extrahieren. Das tun wir alles schön hier extrahieren. Oh, die haben wir jetzt danach fertig, so wie es aussieht. Ach nee, ich kann nicht noch mehr extrahieren. Da muss ich kurz ein bisschen warten. So, hier haben wir jetzt nochmal 2 Stück fertig. So. Ich hatte irgendwas mit Hammond Entwicklungslabor gelesen. Ich hoffe nur, dass das wegen, dass die Dinos fertig sind. Ja, okay, die sind noch am Brüten, also doch ist alles in Ordnung. So, dann gucken wir jetzt mal eben ganz kurz, Leute. Ja, Spaß müssen wir ja hochtreiben. Werden wir jetzt machen, schön. Dann setzen wir nämlich jetzt hier so ein paar Gebäude noch hin. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch vielleicht irgendwie einen Souvenirladen hingebaut bekommen. Da müsste doch dicke Platz sein für einen. So, den setzen wir da hin. Sehr schön. Dann kommen hier nämlich auch immer mehr Gäste hin. Mal gucken, wie weit ist der Park überfüllt? Oh, das ist schon richtig, richtig weit. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein Hotel irgendwo hier hingesetzt kriegen. Ja, hier passt auch dicke noch eins hin, Leute.
Sehr schön, dann setzen wir das da hin. Und dann würde ich mal sagen, wir sind für heute auch schon mit der Folge durch, meine lieben Freunde. Ja, wir haben eine Menge geschafft hier. Dann werden wir gucken, dass wir in der nächsten Folge nochmal ordentlich Gas geben. Hier scheint so ein bisschen der Strom jetzt zu fehlen. Da müssen wir mal gucken. Da kann ich doch bestimmt hier noch ein bisschen was machen. Müssen wir mal gucken, ob ich da vielleicht die Leistung nochmal ein bisschen verbessern kann. Nee, habe ich noch nicht auf Stufe 3. Egal, dann müssen wir in der nächsten Folge noch ein Kraftwerk bauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Jurassic World Evolution. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr dann nicht verpassen wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.